Aber bevor wir morgen Abend den Sangesieger kennen, kennen wir vielleicht schon den neuen deutschen Fußballmeister. Schalke kann morgen Nachmittag in Dortmund alles klar machen, wenn Stuttgart und Bremen patzen. Aber warum sollte eigentlich Dortmund Schalke gewinnen lassen, den ewigen Rivalen? Da hat Stuttgart es doch viel leichter in Bochum und Bremen gegen Frankfurt zu Hause. Mein Tipp, ab morgen steht Schalke auf Platz 3. Markus Eberhardt geht mal die verschiedenen Möglichkeiten durch. Ganz Gelsenkirchen feiert. 1958 Schalke ist Meister. In ihrer Heimatstadt wurden sie buchstäblich vom Jubel zugedeckt. Das hat es noch nie gegeben. Die Stadt im Ausnahmezustand, der 3:0-Erfolg über den Hamburger SV, wurde meisterlich gefeiert. Damals noch in Schwarz-Weiß. Morgen könnten die Blau-Weißen 49 Jahre ohne Titel vorzeitig beenden. Wenn Schalke gegen den Erzrivalen Dortmund gewinnt, Stuttgart gleichzeitig verliert und Bremen nicht über einen Unentschieden hinauskommt, dann sind die Knappen schon am Samstag deutscher Meister. Super Stimmungslage bei mir. Ich freue mich schon auf das Spiel Samstag. Und gucke, dass wir dann Schalke als Sieger vom Platz geht, weil sie dann deutscher Meister werden. Ein Sieg für Dortmund und die Schwaben kämen dem ersten Titel nach 1992 deutlich näher. In einer bundesweiten Umfrage traut man den Schwaben mit 42% den Titel am ehesten zu. Gefolgt von Werder Bremen. Auf Platz 3 ist Schalke. Nach dem Ausscheiden im UEFA Cup bleibt Werder nur noch die Meisterschaft. Und auch die ist nur dann zu verwirklichen, wenn die Konkurrenz patzt. Sollte Schalke morgen patzen, könnten diese Bilder weiterhin eine schwarz-weiße Erinnerung bleiben. Na denn,